Hey, willkommen auf meinem Kanal. Ich war wieder im DM und habe mir einiges gekauft. Los geht's! Als erstes habe ich im DM gekauft ein Balea pH neutrales Shampoo. Dieses Shampoo ist sogar vegan. Riecht sehr angenehm. Mir gefällt's, es hilft gegen meine juckende Kopfhaut. Ich kaufe selten und trage selten Make-up. Und ich habe diesmal ein von Essence, dieses Foundation gekauft. Das soll 16 Stunden halten, wasserfest und transferfest. Also die benutze ich immer, wenn ich anderen Leuten schminke. Ich finde es gut, das kommt in einem Pumpspender. Das ist die 08 Soft Vanille. Ich habe ein Produkt, was ich immer wieder nachkaufen werde. Und das ist die Arztseife von Spike. Ich benutze die Arztseife von Spike und Wasser und ich merke, die Pickeln gehen total zurück. Man hat kein quietschendes Gefühl nach dem Benutzen der Seife. Ich habe mir einen Eyeliner von Essence gekauft, diesen Dip Eyeliner. Ich finde den auch gut, aber ich finde den von Manhattan super, aber der war ja ausverkauft, deswegen habe ich mir diesen Eyeliner von Essence geholt. Ohne den Eyeliner gehe ich nicht aus dem Haus. Der war ja im Ausverkauf von Essence, diesen Eyeshadow Base, den habe ich noch, den letzten, noch geschnappt. Ich finde schon, ich brauche schon für meine Lidschatten einen Eyeshadow Base. Diesen Augenbrauen-Gel habe ich mir auch geholt, das war auch im Ausverkauf, aber es gibt den wieder im normalen Sortiment. Ich habe in der Farbe 01 Braun. Ich benutze einen etwas helleren Augenbrauen-Gel oder Stift, damit die Augenbrauen nicht etwas zu komisch aussieht. Was mir im Winter auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist Lippenpflege. Ich habe von Lavera diesen Sensitive Lippenpflege. Den finde ich gut. Sehr vom Geruch her sehr angenehm. Als nächstes habe ich mir gekauft das von Catrice, das Holiday Skin Luminous Bronzer mit Macadamiaöl. Und ja, vom Ton her ist es sehr braunaschig. Mit dem Bronzer sieht man sehr natürlich aus, nicht wie so eine Orange. Diesen Bronzer sieht sehr elegant aus, vor allem ich finde diesen Muster in dem Bronzer eingeprägt ist sehr schön. Ich liebe absolut bunte Eyeliner. Ich habe einen Kajalpinsel von Essence gekauft in der Farbe Blau. Die tue ich immer unten rum. Blau passt absolut zu den braunen Augen. Ich finde, das sieht einfach hammermäßig aus. So, das war mein ganzer DM-Haul für den Dezember. Und ich hoffe mal, das Video hat euch unterhalten. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Tschüss, Leute!